Wir sind mal wieder online. Mario von den Schwabencheckern und? Und Kevin von K-Street Performance. So, genau. Er hat es immer mehr verschmeckt, sagt ein Puppenschwäbchen. Etwas dran, ja. Sich um das Thema Elektro-E-Mobilität zu kümmern, weil es auch für die Zukunft das Tuning angeht, Fahrwerke etc., Tieferlegung, optische Tuning, wieder uns ein bisschen, ja, was sagt man, einarbeiten wollen, ein bisschen was ausarbeiten genau. wollen. Und da haben wir einfach mal gedacht, da wir ja, oder da K-Effect Performance Sportlerleitung mit der Firma Electrify, sprich E-Flat, also E-Flat.com zusammenarbeitet, das seht ihr hier, was haben wir? Ja, wir haben von euch gesehen ganz rechts den BMW i3, was haben wir hier? Mittig, das ist in dem Fall ein Peugeot Ion, beziehungsweise Citroën C0, beziehungsweise Mitsubishi Einif. Ist eine, ich sag mal, eine Dreierkombination, die ist schon recht früh da. Seid gefragt. Irgendwie ganz witzig, so ähnlich, ein bisschen ähnlich wie ein Smart. Ja. Und dann haben wir noch deine Seite drüben, von euch aus links. Renault Zoe, ganz links, ganz genau. Ich kann aktuell nur zum Renault Zoe und zum i3 was sagen, weil das sind die einzigen zwei Fahrzeuge, die ich bis jetzt testen durfte und gefahren bin. Mario und Zing nachher was sagen, denke ich mal. Wir haben hier komplett nur rein. Elektrisch, das heißt, wir haben hier kein Fahrzeug, das ein Range Extender oder eine Hybridtechnik an Bord hat. Das heißt, dass irgendwie die Batterie gepuffert wird in diesem Fall. Haben wir nicht. Das heißt, für den gibt es ja nicht mehr das neue Modell, aber die älteren Modelle könnt ihr mit Range Extender. Genau. Was ich immer ganz wichtig finde, ist das Thema Reichweite. Bei diesen drei Fahrzeugen hier ist der Renault Zoe das Fahrzeug, das am meisten Reichweite hat. Richtig. Aktuell. Wir liegen voll beladen bei knapp so 290 bis 300 Kilometer. Sommer. Im Sommer, genau. Die beiden Fahrzeuge liegen so circa bei 100 bis 120 Kilometer Reichweite. Eher ein bisschen weniger mit der BMW 3, da liegen wir knapp 120, ne, von der Reichweite her. Ja, je nachdem, wie man auch fährt, 120, 130 sind ja bei 100, genau. Im Sommer. Ein wichtiges Thema, da ist der Mario, aber der, wo da ein bisschen fitter ist. Ihr seht hier in der Mitte, wir haben hier einige Stecker, um die Fahrzeuge zu laden. Und dort unterscheiden wir, in was für Anschlussmöglichkeiten bzw. in was für Stecker. Genau. Was gibt es erstmal für Möglichkeiten? Also nochmal versuchen wir so einen Grundkurs zu machen für die Menschen, die mal einfach wissen wollen, was gibt es so alles. Ja? Wir haben hier bei dir das sogenannte Notladekabel. Was schön zusammengewickelt. Ja. Das ist praktisch Typ 2. Typ 2 ist Wechselstrom. Das ist der einzigste und das auf sogenannte Schuko, auf Steckdose, das kann der Renault Zoe laden. Da ladet er mit 3,7 kW maximal, also das ist dann wirklich schnell. Wenn er dann halt leer ist, braucht er locker seine 20 Stunden. Ja, ist so. Der Kollege hier, i3, kann auch Typ 2 mit Steckdose laden, das ist wie gesagt ein Notladekabel. Der braucht natürlich nicht ganz so lang, weil der nicht diesen großen Akku drin hat. Der ist jetzt ein 2015er Modell. Und der hier hat noch ein Kabel, das liegt hinten drin. Das ist scheißegal, aber trotzdem also auch. Typ 1 Ladekabel auf Schuko und der braucht so 6 bis 8 Stunden, bis er voll ist. Ja. Dann haben wir ganz vorne gesehen, das ist das Renault Zoe Ladekabel. Kann man aber auch für den i3 nehmen, das ist das Typ 2 Ladekabel, das praktisch vorne reinkommt, beziehungsweise beim i3 hinten, wo haben wir es, hinten rechts. Das an Bord ist das Schnellladekabel und dazu, wenn man zum Beispiel zu Hause ein Haus hat oder die Möglichkeit hat, Starkstrom anzuschließen, ja, gibt es eine sogenannte, jetzt sage ich mal eine Wallbox. Und wenn man das hier sieht, das ist Starkstromanschluss, das müsst ihr auf einen Elektriker anschließen lassen. Hier, da ist das Typ 2, kommt einfach hier rein. Und dann zeigen wir es mal. Zack. Dann in euren i3 oder Zoe rein. Ja, oder Ioniq, E-Gold, was weiß ich, ja. Und dann könnt ihr hier schnell laden. Ja. Von zu Hause aus, dann ist das Ding ruckzuck, wenn ihr keine Ladestation habt, schnell geladen und müsst das Ding hier 20 bzw. 10, 15 Stunden laden. Wie schnell? Geht das mit dem, was sagt er immer so, glaube ich, 80% innerhalb? Genau, Schnellladen 80%. In welcher Zeit? Hier 1,5 Stunden. So und der, weil der Akku nicht ganz groß ist, braucht eine gute Stunde.
Ja? Für 80%. Für 80%. Und dann machen wir das Thema noch weiter. Ach, da haben wir noch das Typ 1. Ja? Nehmen wir mal noch das Typ 1 Ladekabel. Das ist Typ 1, was der kleine Peugeot Ion oder der Citroën Zio oder Mitsubishi liefert. Das ist Typ 1. So. Und das ist jetzt Typ 1 zum Beispiel auch Typ 2. Das gibt es auch noch für die Kleinen, um schneller zu laden, wie mit hier auf Steckdose, wie jetzt hier das Notladekabel. Das kann man zum Beispiel zusätzlich ordern, wenn man das möchte. Kostet so 3 Euro ungefähr. Ja. So, und dann hat aber dieser hier noch Shademo. Es kommt ursprünglich aus Japan, das Ladesystem. Das gibt, da gibt es keine Kabel, da gibt es nur vor Ort eine Ladesäule. Das ist auch so ein richtiges Monster. Ja. Und das hat einen Dämpfer, der hier hinten links. Und das ist dann für ihn praktisch schneller. Ja. Jo. Und dann haben wir noch, da haben wir schon drüber unterhalten, das sogenannte CCS-Laden. Richtig. Das ist auch Gleichstrom in dem Fall. Das heißt, man kann dann hier vom Typ 2 nochmal eins rausziehen, dann sind wir auf CCS, das sieht dann aus wie eine 8. Dann haben wir da auch Schnellladen und da ist dann auch Gleichstrom. Ja. Richtig. Da gibt es kein Kabel, das ist auch fest. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch kurz Werbung für diese Firma, für den Vertrieb, den du hast. Und zwar ist das die Firma eFlat.com. Da könnt ihr quasi auf der Homepage diese Fahrzeuge hier leasen. Wir fangen mal hier von eurer Stelle links an. Dieses Fahrzeug liegt im Monat bei 289 Euro. Und da ist im Endeffekt alles mit dabei. Das heißt, ihr müsst keine Batterie irgendwie extra leasen, mieten oder. Inklusive Akku, genau. Genau, sondern ihr bekommt das Fahrzeug, ihr bekommt die passenden Anschlussmöglichkeiten, um die Batterien zu laden und könnt dann dieses Fahrzeug monatsweise leasen oder mieten. Ja, in dem Fall ist es Leasing eigentlich. Leasing, ne? Genau. Aber es ist nicht befristet, so wie man es kennt, auf 2-3 Jahre, sondern ihr könnt diesen Zeitraum frei bestimmen. Genau, das heißt monatlich kündbar. Das genau, heißt, wenn er sich gut verbringt, für 4 Monate, nimmt er so ein Auto für 4 Monate und dann kündigt es der 5. Monat einfach wieder ein Thema ein. Ganz genau. Dieser hier liegt bei 145 Euro. Richtig. Und der i3 bei 299. Jetzt wird jemand kommen und sagen, der i3 ist nur 10 Euro teurer, sage ich mal, mit der Renault Zoe. Richtig. Aber, man muss immer sagen, aber, ich habe hier über die doppelte, fast sogar die dreifache Reichweite wie beim i3. Das heißt, wenn jemand eine Strecke hat, sage ich mal 150 Kilometer, dann wäre er mit dem i3 momentan mit diesem Modell nicht richtig angezogen. Die neuen Modelle, die haben einen besseren Akku, die haben eine weitere Reichweite. Genau, dann wäre es wieder ausgeglichen, aber momentan von diesen drei Fahrzeugen wäre der Zoe das Modell, wo am weitesten kommen würde mit einer Akkuladung. Ja. Ja. Wie läuft denn das ab mit der Leasing-Geschichte? Was muss der Kunde machen? Ja, der kann natürlich zu uns kommen. Wir sitzen hier in Walderstadt, das ist in der Nähe von Stuttgart, Sindelfingen, ja, da an der Benz. Und man kann einfach vorbeikommen, kann mal so eine Probefahrt machen. Ein Tag kostet nichts, egal welches Auto. Und wenn man 3 Tage mal einfach das mal testen möchte, gerade vor allem jetzt im Winter, ist es am besten, ein Elektroauto zu testen, weil dann weiß ich, was geht maximal. Ja. Oder minimal, ja, wenn man das sowieso umsetzt. Ja. Und wie gesagt, das sind 99 Euro, da kann dann jeder im Haus damit fahren. Und wenn er dann so ein Leasing macht oder eine Miete für ein paar Monate oder auch 1-2 Jahre, wie auch immer, kriegt er diesen 99 Euro verrechnet, dann war das kostenfrei. Aber so könnt ihr das einfach mal in Ruhe testen und habt da echt keinen Stress, bevor euch da irgendwo anders bindet in diesem Thema. Ja? Sehr gefragt, wird gut angenommen. Richtig. Ja, da kann man das einfach mal planen, wie das da der Alltag wird. Am besten unter der Woche, nicht am Wochenende, weil da seid ihr meistens irgendwo unterwegs. Ja, und das ist gar kein Thema. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir noch kurz auf die aktuelle Geschichte ein mit Audi. Hat mich ein bisschen fasziniert, weil Audi hat da jetzt seine neue Flotte vorgestellt. Ja. Und da sind schon ein paar Daten bekannt. 408 PS. Der e-tron. Im e-tron. Ja. Ja. Und eine Reichweite, die wohl schon nach WLTP, das ist die aktuelle Norm, nachdem die Fahrzeuge geprüft werden, wie weit sie wirklich kommen. Da gibt es gewisse Bedingungen, die eingehalten werden müssen, diesen Prüfzyklus. Und der liegt bei über 350 Kilometer. Und das finde ich schon beachtlich. Allerdings ist natürlich der Kaufpreis von diesem Fahrzeug relativ hoch. Ja, wenn man das mit EQC sieht, mit I-Pace, obwohl ich sagen muss, der I-Pace Jaguar das ganz gut macht, weil der ja ganz so schwer ist. Ja. Weil die anderen wiegen alle 2,7, 2,8 Tonnen teils und der I-Pace wiegt halt mal 500 Kilo weniger. Weniger. Und der macht halt mal seine 400 Kilometer. Ja. Man muss da immer ein bisschen gucken,
Die Technik ist da bereits mit dabei. EQC, umgebauter GLC. Steht gerade einer, aber allerdings mit V8-Euro. Schmeckt, nein. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir sowas auch nächstes Jahr zum Check und zum Test kriegen. Ja, E-Tron werden wir bekommen. EQC bekommen wir auch. iPace stellt sich Jaguar noch ein bisschen quer. Ich habe schon ein paar Anfragen gestellt, aber irgendwie wollen sie es nicht. Schade eigentlich. Opel Ampera hätten wir noch gern gehabt, beziehungsweise Kona wäre noch eine coole Geschichte, wenn jemand oder ein Autohaus Interesse hat, hier in der Gegend uns denn zur Verfügung zu stellen. Können wir unsere E-Tour fahren? Ja. Sehr gut. Ansonsten, Tesla wird vergessen, gibt es ja auch noch. Ladet auch mit Gleichstrom, habe ich ganz vergessen vorher. Aber das ist ja noch eine andere Liga. Genau, hat aber auch ein eigenes System. Ladesystem, ja. Genau. Supercharger. Da geht schon was rein, da ist noch eine Klinkeleitung. Ja, was gibt es noch zu sagen? Was hast du noch für Ideen? Ich denke, wir haben soweit zu diesen Fahrzeugen alles gesagt. Wie schon gesagt, e-tron wird nächstes Jahr oder im Frühjahr jetzt sicherlich was kommen, da wird noch sicherlich was machen. Selbstverständlich, ja. Und bei Mario wird es unten bei sich einblenden, wie wir an so ein Fahrzeug kommen, wie schon gesagt. Genau. Testen haben wir schon erwähnt. Könnt ihr für einen Tag, kommt doch einfach mal vorbei. Ja, würde ich so ein kleines Video machen mit ein paar Stärken und Schwächen von den beiden Fahrzeugen. Dass ihr mal guckt, auf was achten müsst ein bisschen. Dann war's das. In diesem Sinne. Ciao. Ciao.